Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ja, meine lieben Freunde, das ist das erste Video mäßig im Dezember. Nennen wir es einfach Blogger Adventskalender-Blog, weil wir es so auch auf Instagram nennen, weil wir da auch sowas ähnliches machen. Deswegen folgt mir einmal gerne auf Instagram. Ist alles unten verlinkt in der Bio. Plus, vielleicht bin ich es auch hier ein, wenn ich nicht zu faul bin. Auf jeden Fall würde ich sagen, ja Freunde, viele von euch, die schon länger auf meinem Kanal aktiv sind, wissen, dass ich öfters dieses Format Ich zerstöre eine Beziehung genommen habe. Und da ist mir was richtig, richtig krasses eingefallen. Und zwar wisst ihr ja, ich bin halt auch öfters an Mariams Handy. Und dort habe ich immer gesehen, dass ihr einen Junge geschrieben hat, der schon öfters vergeben ist. Und ich habe immer überlegt, soll ich das machen, soll ich nicht machen, ich war viel zu faul. Ich dachte mir so, ich halte Mariam raus. Ich war einfach an ihrem Handy, habe dann diesen Jungen angeschrieben. Da ist nämlich ein sehr, sehr lustiger Chat rausgekommen, Freunde. Zu dem kommen wir aber gleich. Und der hat halt eine Freundin, das habe ich nämlich in seiner Story gesehen. Und der hat Mariam richtig, richtig oft angeschrieben. Auch als ich schon mit ihr in der Beziehung war, auch schon davor. War auf jeden Fall richtig heftig. Und dann dachte ich mir, ey, das ist richtig gefundenes Futter. Und da ich allgemein auch ein Mensch bin, der richtig gegen Fremdgehen und alles ist, da könnt ihr einmal meine andere Playlist abchecken von dem Format. Dachte ich mir, ey, komm, ganz ehrlich, den knöpfen wir uns mal vor und mal gucken, wie der reagiert. Diese Person kommt selber nämlich auch aus Hannover. Ich werde weder seinen Namen nennen, noch seinen Namen einblenden, noch irgendwas anderes. Ja, Freunde, wie soll ich sagen? Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Falls ihr weiterhin das Format sehen wollt, zeigt es mir mit einem Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal. Ich würde sagen, hier, wo Platz ist, irgendwo im Bildschirm, werde ich das einblenden. Und ich würde sagen, let's go. Also, meine lieben Freunde, ich blende am besten, ich glaube, ich sitze mich weiter so hin. Dann kommt hier das Screenshot rein. Also, ich habe ihm ganz normal geschrieben, hey, mit einem Fragezeichen. Er hat dann auch natürlich direkt geantwortet, so locker, hey. Ich meinte dann, wie geht's? Er schreibt dann so direkt, warum schreibst du mir? Du bist doch mit Younes in einer Beziehung. Frag ihn lieber, wie es ihm geht. Und dachte ich mir so, nächster TikTok-Skandal oder schreibt er weiter mit mir? Hä? Hab aber doch nicht gefragt, hab aber doch dich gefragt, chill mal. Und behalt das für dich oder bist du ein Kind? Was willst du denn? Du hast einen Freund. Hab deine Story gesehen, bist doch selber vergeben. Ja, ich habe eine Freundin. Ja und, wie läuft's? Habt ihr Streit und so? Ja, manchmal wegen dummen Kleinigkeiten bei euch. Da wusste ich schon, der ist leicht zu kriegen. Und bin zurzeit auf der Suche nach was Neuem. Das klingt komisch, aber auch irgendwie gut. Eine Schweigeminute. Stopp das Video hier. Habe ich gefragt, wie alt bist du denn? Er schreibt direkt 19, du Süße. Nachdem ich ihm so ein bisschen Aufmerksamkeit gegeben habe, schreibt er direkt Süße. Jungs, wenn ihr euch Mädchen klar machen wollt, nicht so. Also ich bin jetzt auch kein Profi, aber nicht so. Nicht so schnell. Habe ich geschrieben, erst 16. Haha. Ey, du bringst mich gerade auf Gedanken. So jung. Fühle ich mich voll komisch, weil ich bin ja auch 19 und Mariam 16, aber das ist ja irgendwie kein großer Unterschied. Ich finde das irgendwie nicht schlimm, oder? Naja, egal. Und danach habe ich so geschrieben, süße schon, Fragezeichen. Süße schon? Ha, ja, bist doch süß. Jungs. Da habe ich geschrieben, chill bisschen, nicht, dass sie deine Nachrichten liest. Lass doch einfach persönlich treffen. Wann willst du dich denn treffen, Süße? Was hast du mit diesem Wort Süße? Ich finde das nicht mal jetzt so ein schönes Wort. Natürlich Süße. Einmal kann man sagen, ja, du hast schon zwei, dreimal gesagt, ja, der reicht doch irgendwann so, weißt du? Wann willst du dich denn treffen, Süße? Woher kommst du? Welche Stadt? Hol mich ab. Direkt auf den Punkt gekommen. Tak, 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 ohne Gnade. Ich komme aus Nähe Hannover, du? Hannover auch, ich wusste ja, dass er aus der Nähe hier kommt. Wo genau, wenn ich fragen darf, da habe ich geschrieben, egal, erstmal schick deine Nummer, ich melde mich gleich. Er hat natürlich direkt seine Nummer geschickt, aber das muss echt unter uns bleiben, sonst nervt meine Freundin richtig. So, ja, Freunde, wie gehen wir jetzt voran? Ich werde ihn jetzt anrufen. Ich werde gucken, wie er reagiert. Hier ist mein Laptop schon ready fürs Video direkt schneiden. Und ich würde sagen, let's go. So, meine lieben Freunde, eigentlich war mein Plan, dass ich Mariam auch so original telefonieren lasse. Die hat aber gerade zu tun. Die ist nämlich gerade oben. Die hat mega viel zu tun. Allgemein diesen ganzen Monat haben wir mega viel zu tun. Deswegen dachte ich mir, da Younes in seinen letzten Formaten seine legendäre Mädchenstimme rausgeholt hat. Meint ihr, er schafft es wieder, diese Mädchenstimme rauszuholen? Wir müssen einmal einen kleinen Test machen. An der Stelle schon einen Daumen hoch, wenn ich es geschafft habe. Also wenn ich Pech habe, kennt er Mariams Videos, kennt ihre Stimme direkt. Und das wird direkt in die Hose gehen. Oder wir dribbeln da 2-3 Minuten ein bisschen raus, so. Und ja. Test. Hallo? Ja, hallo? Mariam? Ja? Hi, wie geht's? Mir geht's. Was heißt, dass du gerade anrufst überhaupt? Mir geht's bestens und selbst. Auch gut, danke der Nachfrage. Wie geht's dir? Mir geht's bestens. Bisschen. Ich hab dich schon gefragt. Bisschen Beziehung. Was machst du gerade? Bisschen Beziehungsstreit, sonst nichts. Ach, schon wieder? Was hat er gemacht?
Ja, wir haben uns einfach gestritten, so. Das ist so ätzend, ne? Ja. Meine ist auch komplett am Nerven. Ich hab nichts gemacht. Gar nichts. Gar nichts. Du musst dir vorstellen, ich bin nur auf Toilette, zack, 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 und jetzt fängt sie an, Bogen hochzuschreiben. Bastard, Arschloch, was geht ab bei dir? Wo, welche Welt leben wir, Alter? Ich hab das Gefühl, nur du verstehst mich irgendwie. Hä? Wir haben doch erst ein paar Sätze so geschrieben. Ja, aber trotzdem, man versteht das. Wir verstehen uns ja, gerade weil wir uns so wenig geschrieben haben. Ja, aber du hast so voll direkt so Süße und so geschrieben. Ja, weil du mir gleich vertraut warst, deswegen. Ja, ich weiß nicht. Ich etwa nicht für dich, oder was? Doch, Ja, siehst du? Steht also das? Ich laber ja keine Scheiße. Ich weiß ja, wie ich mich fühle. Steht das denn noch mit dem Treffen? Eigentlich ist es nicht meine Art, sag ich dir ganz ehrlich, aber ich bin echt unglücklich, weißt du? Ja, was soll das denn heißen jetzt? Also es ist ja dir überlassen, ich möchte dich ja zu nichts zwingen. Nee, mag das auf jeden Fall nicht. Ich will das auf jeden Fall. Es ist einfach nur, doch, lass es tun, Mann. Lass uns treffen. Ja, aber dann gehen wir ja, du gehst deiner Freundin fremd und ich gehe ja meinem Freund fremd. Was heißt hier fremd? Also, wer weiß, was überhaupt passiert, wenn wir uns treffen? Ja, verstehst du? Ja, das ist es ja. Ich weiß ja, wie ihr Jungs seid. Aber ich bin nicht so wie die. Ja, das sagen alle. Das ist das Ding. Ja, er muss erst mal kennenlernen, bevor du das Brot isst, ne? Bitte? Er muss mich erst mal kennenlernen. Ey, das ist der komische Typ, Alter. Ey, du bist nicht Maria, Mann. Was laberst du? Ey. Maria? Rede mal ganz kurz. Hallo? Ja? Du bist nicht Maria. Doch. Was denn? Junge, verarschst du mich? Wer ist da, Mann? Maria. Hey, du verstellst deine Stimme jede Sekunde, Mann. Wort für Wort. Hallo? Maria. Hey, du hast dich gerade echt krass verraten. Du bist nicht Maria. Wer bist du, Mann? Hallo? Ey, mach kein Faxen, ne? Ey, hallo? Ja, wer ist da? Du Hurensohn. Was hast du gesagt? Nee, ey, guck mal, ich möchte mal kurz Dings mit dir sprechen. Schämst du dich gar nicht? Hallo? Ja, was mich freut. Wer bist du überhaupt, Mann? Das spielt gerade keine Rolle, das wirst du früher oder später erfahren, wer ich bin, aber jetzt mal Hand aufs Herz, schämst du dich gar nicht? Wofür? Was hab ich denn gemacht? Was hast du denn gemacht? Wir wissen doch beide, was du gemacht hast. Was denn? Fragst du noch? Du bist gerade davon ausgegangen, dass du dich mit Marian triffst und hast auch mit ihr geschrieben. Ich hab doch alle Screenshots, das war doch alles ich. Bist du Younes? Ja. Laber nicht, Alter, weil ich schieb dir alle um die Filme, Alter. Sie hat mich angeschrieben, also du. Also. Ey, was geht hier ab, Mann? Das ist ja gut der Film, Alter. Ja, es wird auch gut. Ey, das darf meine Freundin nicht herausfinden. Ja, alles gut, wird's ja. Guck mal, ne, ich sag dir ganz ehrlich, das wird auf meinem YouTube-Kanal ausgestrahlt, ne? Was du daraus machst, ist dir überlassen. Deine Freundin hat mich nämlich auch mäßig bzw. uns darauf beauftragt. Ich habe ja ein Format auf YouTube, wo ich das aufdecke. Und sie hat mir dann geschrieben, gefragt, ob ich das testen kann. Und ich habe auch gesehen bei Mariam auf dem Handy, dass du ihr öfters geschrieben hast auf Snapchat, obwohl du eine Freundin hattest und so weiter. Und ja, was soll ich dir sagen, ne? Das ist dann halt die Konsequenz oder die Strafe. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag noch. Du bist echt ein Bastard, ich sag dir ganz ehrlich, Digga. So, meine lieben Freunde, was soll ich dazu sagen? Hat mich echt überrascht. Und ich sag euch mal so, ich möchte nochmal sagen, ich möchte mit diesem Format weder eine Beziehung zerstören, mich irgendwo einmischen oder sonst was. Oder jemanden damit runterziehen. Ich meine, ich erwähne seinen Namen nicht, es wird nichts gezeigt. Irgendwo muss ich auch sagen, jemand hat, beziehungsweise eine weibliche Person hat uns auch dazu beauftragt, so. Guckt mal bitte nach, weil ich habe dieses Format öfters auf YouTube gemacht. Ich kriege auch bis heute noch so viele Nachrichten, dass ich deren Beziehungen testen soll, weil die sich so unsicher in deren Beziehungen sind, was ich
echt schade finde natürlich. Aber ich helfe da halt, wo ich helfen kann. Und an der Stelle würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr weiterhin Bock auf dieses Format habt, lasst einen Daumen hoch da. Aktiviert die Glocke. Da werde ich paar öfters von diesen Art Formaten auf YouTube machen. Und ja, schreibt mir mal bitte eure Meinung auf Instagram. An der Stelle, das wäre es von mir. Wir sehen uns morgen um Punkt 18 Uhr. Ciao, bis zum nächsten Mal.